Es freut mich wahnsinnig, hier mit Sascha Zverev zu sitzen. Sascha, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Es ist schon eine Zeit her, 7 Monate sind vergangen, 7 Monate Rehabilitation für dich. Und jetzt sitzen wir hier. Sind wahrscheinlich die Interviews auch abgegangen, oder? Ja, aber ich bin froh, irgendwie das alles zu machen, weil das habe ich schon alles vermisst, die letzten 7 Monate. Ich meine, das war natürlich keine einfache Zeit für mich. Ich habe die Tennistour vermisst, ich habe die Turniere vermisst, ich habe Interviews vermisst, ich habe wirklich alles vermisst. Und ich bin froh, einfach wieder auf dem Platz zu sein. Ich bin froh, mit den besten Spielern auf der Welt hier zu sein, einfach wieder in dieser Atmosphäre, in dieser Luft dabei zu sein. Ne? Deswegen, ich freue mich einfach, morgen auf dem Platz zu stehen und hoffentlich geht es dann richtig wieder los für mich. Wie oft hast du denn an diesen Moment gedacht, an dieses Match gedacht, dass du gegen Rafa Nadal in Paris gespielt hast, diesen Moment, wo es dann wirklich passiert ist mit dem Sprunggelenk, ist sowas sehr, sehr lange im Kopf? Hat man Albträume zum Beispiel? Ja, aber ich konnte es relativ okay akzeptieren, weil es ist während des Matches passiert, als ich gegen Rafa Nadal im Halbfinale vor einem Grand Slam gespielt habe, vor allem von Roland Garros, wo ich versucht habe, mein Traum zu ermöglichen, Grand Slam Champion zu werden, wo ich die Chance hatte, Nummer 1 der Welt zu werden und so weiter. Es ist nicht bei einem doofen Unfall passiert, beim Snowboarden oder beim Skifahren oder noch was. Deswegen war es für mich etwas einfacher, das zu akzeptieren. Aber klar, in dem Moment möchtest du es nicht wahrhaben, weil das Match war über 3 Stunden lang. Wir haben noch nicht mal 2 Sätze zu Ende gespielt. Ich hatte wirklich, ich dachte, ich hatte wirklich Chancen. Ich dachte, nicht nur du. Ja, das Match hätte noch in beide Richtungen wirklich gehen können. Und ansonsten sind schon die Gedanken da, was hätte sein können. Erstes Grand Slam vielleicht die Nummer 1 der Welt. Das ist schon alles im Kopf und vor allem ist es dann im Kopf viel, viel länger, weil du hast das Match nicht einfach so verloren, sondern du hast das Match verloren durch einen Unfall und durch eine Verletzung. Und dann kannst du halt 7 Monate nicht zurück auf den Platz. Das ist dann schon eine lange Zeit, aber klar, solche Dinge passieren, die passieren bei vielen Sportlern und das muss man halt akzeptieren. Du musstest auch das Comeback dann verschieben, weil dann gab es noch einen Ermüdungsbruch. Ja. Wie hast du dich vom Kopf her verändert? Wie hast du dich als Mensch verändert, als Person verändert? Wie siehst du die Dinge jetzt? Das ist ja doch ein Einschnitt gewesen in deinem Leben. Ja, die zweite Verletzung, die war für mich dann irgendwo nicht einfach, weil die eigentliche Verletzung war dann heil und ich war gesund. Und dann sagte mir man eigentlich, aber das hat Nachwirkungen und der Knochen ist halt jetzt noch nicht bereit. Und dann dachte ich mir schon so, okay, jetzt muss ich halt wieder von vorne anfangen. 6 Wochen darf ich gar nichts machen, muss irgendwie den Tennisschläger wieder weglegen, darf nicht ins Gym gehen und so weiter. Ich bin dann irgendwann in Urlaub gefahren, um den Kopf frei zu bekommen. Aber die Verletzungen haben mir schon beigebracht, geduldiger zu sein und wirklich die kleinen Dinge zu schätzen. Als ich das erste Mal gegangen bin, habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind. Als ich das erste Mal irgendwie laufen konnte, war es irgendwie ein Gefühl, als ob ich das größte Turnier auf der Welt gewonnen habe. Deswegen, solche Dinge, die du halt dein Leben lang machen konntest, die waren dann auf einmal was Besonderes für dich. Ja. Und das ist, glaube ich, der Riesenunterschied zwischen nach der Verletzung und vor der Verletzung. Ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass sowas passiert ist? Ich meine, es klingt jetzt doof, das klingt jetzt blöd. Ja, wir wollen natürlich nicht, dass du irgendwie weitere Verletzungen hast oder so, aber man betrachtet natürlich das ganz anders, dass es schnell vorbei sein kann mit einer Karriere. Ist man jetzt dankbarer? Ja, vor allem an die Tour und vor allem das, was man hat. Weil das kennst du auch, wenn man in diesem Tennis-Zirkus ist, dann spielst du halt 11 Monate im Jahr und du bist halt jede Woche auf einem neuen Turnier, jede Woche verreist du und du vergisst es irgendwie so ein bisschen, das zu appreciaten, dass du überhaupt dieser Tennisspieler bist, dass du vor 20.000 Zuschauern spielst, dass du in den größten Stadien der Welt spielst, dass du den Sport machst, den du über alles liebst. Das vergisst du alles so ein bisschen. Und wenn du halt 7 Monate raus bist mit einer Verletzung, wo du wirklich gar nichts machen kannst, fängst du an, darüber so ein bisschen nachzudenken und wie sehr du das eigentlich vermisst. Und ganz ehrlich, ich habe es unglaublich vermisst. Und ich weiß ehrlich gesagt jetzt nach der Verletzung noch weniger, was ich machen würde, ohne Tennis, um ehrlich zu sein. Man merkt schon richtig, du bist ganz gierig, dein erstes Match wieder zu spielen seit den French Open. Ich möchte auf den Platz. Ich möchte so schnell wie möglich auf den Platz. Aber vor allem möchte ich wieder mit den besten Spielern auf der Welt was zu tun haben. Weil das hatte ich auch nicht. Ich war nicht in diesem Umfeld. Ich war halt zu Hause oder ich war im Gym und da gab es halt diese Situation nicht, dieses Gefühl von nervös sein, dieses Gefühl von Gewinn, dieses Gefühl von Verlieren, das vermisst du alles, das kriegst du nicht im normalen Leben wieder.
Und das habe ich schon vermisst, deswegen freue ich mich, dass es morgen für mich losgeht, auch natürlich, wenn es ein anderes Format ist, ein sehr schnelles Format. Ich meine, wir spielen höchstens drei Tiebreaks mit Dominik und es kann schnell vorbei sein, aber einfach dieses Gefühl mit den Ballkindern und mit einem Schiedsrichter und mit den Zuschauern wieder zu spielen, das ist schon etwas, was ich vermisst habe. Was sind dann deine Ziele, jetzt in dieses erste Spiel reinzugehen? Nee, die habe ich nicht. Nee, du möchtest einfach, um ehrlich zu sein, möchtest du Spaß haben. Das ist natürlich das erste Ziel. Und für mich ist es immer noch, es ist ein Prozess. Ich muss immer noch zu 100% zurückkommen. Es ist nicht so, dass du nach einer Verletzung gesund bist und dann wieder 100% genauso spielst, wie du davor gespielt hast. Das funktioniert nicht so. Man sagt immer, wenn Rafa oder Roger zurückkommen, dann sind sie wieder bei 100% sofort. Aber das stimmt ja auch nicht ganz, weil der Rafa letztes Jahr ist auch zurückgekommen. War ich noch in Abu Dhabi beim Exhibition, hat er auch, glaube ich, gegen alle verloren. Deswegen ist es, ja, und dann bei den Australian Open kam er zurück und hat auf einmal das Turnier gewonnen und hat das beste Tennis seines Lebens gespielt. Bei Roger damals war es ja auch nicht anders. Beim Hopman Cup hat er auch gegen mich verloren, hat er gegen andere Spieler vielleicht noch nicht so gut gespielt und dann bei den Australian Open hat er seine Form gefunden. Und ich hoffe, dass das bei mir ein ähnlicher Prozess sein wird, dass ich natürlich nicht morgen mein bestes Tennis spielen werde. Ich werde wahrscheinlich auch nicht in Dubai beim Exhibition mein bestes Tennis spielen, aber dass ich das halt mit jedem Tag besser wird und dass es hoffentlich zu den Australian Open dann da sein wird, wie ich es haben möchte. Es ist auch sehr, sehr individuell, wie lange jemand braucht, bis er dann wieder auf diesen Level kommt. Während deiner Auszeit, das waren jetzt wirklich 7 Monate, was hat dich am meisten überrascht auf der ATP-Tour, von den Spielern her, von irgendwelchen Änderungen, weil du hast ja wahrscheinlich alles ganz genauestens verfolgt. Es war ein komisches Jahr auf der Tour, muss ich sagen. Ich glaube, für alle Spieler oder generell für die ATP-Tour, weil der Rafa hat am Anfang des Jahres dominiert, hat alles gewonnen, was er gespielt hat, gefühlt bis zu den French Open oder bis nach den French Open. Danach hat er Fußprobleme bekommen, konnte das Wimbledon-Halbfinale dann nicht mehr spielen. Und das hat sich dann so ein bisschen geändert. Dann auf einmal war Novak der beste Spieler auf der Welt wieder. Bis er wegen der Corona-Regelung und weil er nicht geimpft ist, nicht nach Amerika reisen durfte und gefühlt 3/4 der Turniere gar nicht spielen durfte. Carlos Alcaraz, ein Teenager, gewinnt die US Open. Das ist natürlich auch wirklich wunderschön für Tennis, weil man sieht, dass die neue Generation sehr, sehr gutes Tennis spielen kann und dass das Tennis in guten Händen ist. Aber ich sage mal so, es war ein komisches Jahr, weil ein Alcaraz mit 6.500 Punkten als Nummer 1 der Welt das Jahr beendet. Letztes Jahr, weiß ich noch, da hatte ich über 8.000 Punkte, war ich Nummer 3 der Welt. Deswegen in der Hinsicht war es ein komisches Jahr, weil am Anfang einer das Jahr dominiert hat, dann auf einmal ist Novak wieder der beste Spieler auf der Welt, aber darf halt wirklich Hälfte der Turniere gar nicht spielen. Und dann dominiert halt ein Junger. Deswegen. Bist du überrascht, dass Alcaraz die US Open gewonnen hat, dass er Nummer 1 der Welt ist? Du hast ja in Madrid gegen ihn im Finale nicht so erfolgreich gespielt, dann die perfekte Revanche bei dem French Open. Ist dir geglückt? War das abzusehen für dich, dass der junge Mann so einen Schritt nach vorn macht, so schnell? Überrascht nicht wirklich, weil ich habe schon 2021 das erste Mal gegen ihn gespielt in Acapulco, habe ich schon gesagt, also der wird Wahnsinn, der wird ein unglaublicher Spieler werden und um ehrlich zu sein, das ist er auch. Überrascht, wie schon gesagt, es haben viele Faktoren so ein bisschen eine Rolle gespielt. Novak war nicht dabei bei den US Open, Rafa war vielleicht nicht bei seinen 100%, Daniil nach seiner Rückenverletzung, nach seiner Rücken-OP, war auch noch nicht ganz da, wo er vielleicht letztes Jahr gewesen ist mit seinem Tennis. Deswegen, ganz ehrlich, er hat seine Chance genutzt und Hut ab für ihn, weil er war der beste Spieler in New York und das hat er eiskalt bewiesen. 2023 steht vor der Tür. Was nimmst du dir persönlich vor für dieses Jahr? Ja, am Anfang natürlich gesund bleiben. Gesund bleiben, das wäre mal ein guter Anfang und dann natürlich langsam oder vielleicht hoffentlich schnell wieder die Form finden, die ich dieses Jahr gehabt habe oder letztes Jahr gehabt habe und vielleicht noch eine bessere Form finden, hoffentlich. Aber am Ende des Tages, solange mein Fuß gesund ist, denke ich, dass ich auch meine Form finden werde. Gibt es Neujahrsvorsätze von Alexander Zverev?
Tennis, ja, in Richtung Tennis, in Richtung Privat, in Richtung, was willst du mehr machen, was willst du weniger machen im nächsten Jahr? Ja, ich denke, mit der Verletzung habe ich auch schon ein bisschen gelernt, dass am Ende des Tages, ich werde mein Bestes geben und wenn das genug ist oder nicht genug ist, werden wir dann sehen. Weniger Kekse essen, mehr Bücher lesen. Ja, ich glaube daran nicht, weil das hält immer einen Tag und dann ist es eh vorbei. Vielleicht Bruder ist da gut darin, ne? Der hat doch immer solche Vorsätze. Ja, aber die hält er ja auch immer höchstens eine Woche. Also der war dieses Jahr, hatte er eine All-Carb-Diet, dann war er auf einmal, hat er nur noch Fleisch gegessen, dann war er auf einmal vegan eine Woche. Also das ändert sich auch alle zwei Tage, deswegen. Ich glaube daran nicht. ich glaube daran nicht, um ehrlich zu sein. Okay. Pünktlichkeit wäre gar nicht so schlecht für mich mal. Ja! Ich glaube, das hast du auch erwartet von mir. Ne? Schau mal, wie spät, mach mal einen Uhrenvergleich, wie spät ist es bei dir? Bei mir auf der Uhr ist es jetzt 12:30.